Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Glaboyevol und wir müssen uns einen neuen Auftrag holen. Ich bin gerade überlegen, nächste Pause in 7 Stunden. Ach nö, wir holen uns gleich einen neuen Auftrag. Ja. Auftrag. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft und so. Wenn man aus Versehen mal hört, dass ich hochziehe oder so, dann ist es nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist dann eben aus Versehen mal passiert. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und die Straßen sind kaputt. Das singen meine Nichten immer, wenn sie nach Berlin fahren. So, Magdeburg, Liege, nach Belgien, bis nach Polen runter, Leute. Das ist aber ein Ritt, ey. Okay, wir könnten jetzt hier losfahren. Mit der Fähre rüber sind ausgeruht. Und dann könnten wir komplett bis nach Polen durchreisen. Dringende Lieferung. Oder nach Berlin. Oh, dafür kriegen wir 42.000. Den nehmen wir, Leute. Den nehmen wir. 42.000, dass ich mir nicht durch die Lappen gehen. Auf gar keinen Fall. Den Auftrag nehmen wir an. Ab geht's. Da hätten wir fast den Hänger geküsst. Oh, wir sind ja in Großbritannien. Ich muss ein bisschen gucken, auf welcher Straßenseite ich fahre. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, was gibt's sonst? Ich glaube, ich fange erst ein bisschen an, über News zu erzählen, wenn wir den Auftrag geholt haben. Außer, dass es mir wirklich elendlich geht. Sonst eigentlich nichts. Du willst abbiegen? Okay, dann ziehen wir vor dir her. Du hast geblinkt, lass mich raus. So, wo ist die Auffahrt? Hier. Jawohl. Und wir nehmen uns den Auftrag an. Chemikalien. Bayern ist ja eine, ja, wie soll man das sagen, eine für Medikamente auf jeden Fall eine, also Chemikalien für Medikamenten fährt man in dem Sinne. Ja, man schluckt schon genug Scheiße runter bei Medikamenten. Das muss man jetzt wirklich mal so sagen. Ja, ich kann zurzeit wieder aus Erfahrung reden. Eigentlich nehme ich nicht so gerne Medikamenten. Aber wenn es ein... Na, leck mich am Arsch. Jetzt huste ich ja doch noch. Aber wenn es einen wirklich elendlich geht, was soll man dann machen? Und gerade wenn man Fieber hat, sollte man wenigstens Medikamente nehmen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin durch und durch ein Zucker, Zocker. Zucker. Ja, ich liebe Zucker. Zucker, Zucker, Baby. Nein, aber ich bin halt durch und durch ein Zocker und ich lasse mir mein Spiel nicht nehmen. Auch wenn es einem elendlich geht. Spielen geht immer. Immer, immer, immer. Ja, ich habe natürlich hier keine Uhr angehabt. Gibt es heute mal wieder so eine etwas längere Folge. Mich stört das war sowieso nicht. So. Jetzt haben wir es an. Aber das macht ja nichts. So, wird es jetzt grün? Bitteschön. Dankeschön. Wir müssen geradeaus hier nicht gegen diese Absperrung da fahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen wir drauf hatten. Das kann auf jeden Fall nicht so viel sein, so wie es aussieht. Ja, wenn man mal unten auf den Tacho guckt, wir haben schon 11.000 Kilometer mit dem LKW gefahren. Also leckt mich an die Fußnägel. Ja, also ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, wenn wir jetzt natürlich nochmal 40.000 bekommen, in der Zeit wird uns ja unsere Leute auch noch gut Geld einfahren. Unsere Firma ist ja schon vergrößert, dann könnten wir locker flockig Geld ausgeben. Ich möchte mal ganz kurz in dieses Firmenmanagement gehen, Leute, und mal ganz kurz gucken, wie hoch unsere Kredite überhaupt noch sind. Hier sind zum Beispiel nur noch 60.000 und Dauer noch... Dauer in Tagen noch 32 Tage, so wie es aussieht. Oder haben wir
14 Tage noch. 14 Tage, ne, das kommt ja nicht hin. Nein, 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 das kommt ja nicht hin. Aber der Zinssatz da war ganz schön hoch. Ja, auf jeden Fall, so viele Tage sind das gar nicht mehr. Also ich werde wahrscheinlich dann nochmal so ein 100.000er reinhauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn wir selber 100.000 haben, dann können wir uns gleich ein schönes, schönen LKW bauen. Ja, und einen dritten Fahrer in dem Sinne. Ich glaube, pleite gehen ist hier fast unmöglich in dem Spiel. Hallo, lieber Renault. Würde ich auch gerne mal fahren, bin ich ganz ehrlich, Renault. Keine Ahnung, wie die sind in dem Spiel. Ich habe auch, ich schaue ja auch viele andere Let's Player, wenn ich ganz ehrlich bin. Da holt man sich ja Ideen oder Inspirationen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin nicht einer, der sehr viel nachmacht, aber halt, ja, was so... Ich schaue halt auch gerne Let's Plays. So muss man das lautwörtlich sagen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich... Oh, Telefon, einen Augenblick bitte. So, und da bin ich wieder zurück. Ja, ihr gequasselt am Telefon wie so ein Wasserfall. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie weit oder was ich erzählt habe. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich gerade einen Faden, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf jeden Fall ist Hoffenheim bleibt ja in der ersten Liga. Das kann man mal erzählen. Bei der Formel 1 wird es ja noch Diskussion wegen den Test, den Mercedes gemacht hat mit Pirelli. Oh. Ach, Mann. Oh. So ein Scheiß. Nichts klappt gerade hier. So, ja, auf jeden Fall werde ich... Leute, ich bin gerade so perplex irgendwie. Jetzt kommt er mal mit seiner Schwester telefoniert. Und dann legen die ja nicht auf, ne? Das muss ich ja wirklich mal sagen. Nein. Ja, auf jeden Fall... Battlefield 4 wird ein DLC, aber wohl alles etwas später veröffentlichen. Also es wird wohl nicht gleich so wie bei den anderen so schnellen DLC geben, sondern wohl etwas später. Das neue GTA wird wohl erstmal nicht für die neue Generation der PlayStation kommen, sondern wohl erstmal nur für PlayStation 3 und Xbox 360. Wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, dass die Entwicklung wohl fast fertig ist für die Spiele. Ich kann mir persönlich gut vorstellen, dass dieses Spiel im Nachhinein nochmal für die neue PlayStation und für die neue Xbox kommen wird. Wie schnell muss man halt einfach abwarten, wie gut meistens das Spiel ankommt. Sag mal, läuft das Spiel gut, wird es auch für die Generation der Konsole kommen. Wo ich mir sage, die Generation der Konsole ist sowieso die größte Lachnummer, die die Konsolenentwickler jemals herausgebracht haben. Sie verpicken sich ja auf 8 GB Arbeitsspeicher. Wenn man ganz ehrlich ist, 8 GB Arbeitsspeicher habe ich vor 6 Jahren ungefähr gehabt. Ja, wo die andere Generation Konsole rausgekommen ist, war man bei 8 bis 12 GB beim Rechner. Heutzutage sind die meisten bei 16 bis 32 GB. Und ja, dass sie sich so auf diesen Arbeitsspeicher verpicken, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich eine kleine Lachnummer, wenn ich so ganz ehrlich bin. Aber das muss man halt mal ein bisschen beobachten, wie das laufen wird. Es gibt ja auch Gerüchte, dass die PlayStation 4 angeblich schneller ist. Mein Gott, letztes Mal war die Xbox 360 etwas schneller. Mein Gott, ich weiß nicht, warum die Leute davon so ein Headmack machen. Ja, mein Gott, das hat nur was mit einer Schwanzverlängerung zu tun, so leid es mir tut. Ja, ich kann mich hier auch hinsetzen und kann sagen, ja, dass ich zurzeit, wenn ich Benchmarks-Tests mache, immer auf Platz 1 stehe. Ja, ja, mein Gott, und was habe ich jetzt davon? Davon habe ich nichts, Leute, überhaupt nichts. Ja, trotzdem lecken zwischendurch bei mir mal ein Spiel. Ja, weil halt die Spiele doof programmiert worden sind oder weil irgendwas im Hintergrund gerade gerattert ist. Ja, mein Gott. Ändern kann ich das auch nicht.
Also das finde ich immer so ein bisschen, ja, so eine kleine Lachnummer in dem Sinne. Welche Konsole wirklich schneller ist, welche ist hier schneller, welche ist da schneller. Ja, wenn die Dinger das erste Mal richtig auf dem Prüfstand waren, dann weiß man wirklich, welche wirklich schneller ist. Ja, also, keine Ahnung. Es ist halt immer sehr komisch. Ja, die neuen Nvidia-Grafikkarten sind ja auch da, die 780er. Ich finde den Preis unverschämt, wenn ich ganz ehrlich bin. 649 Euro für eine 680er, wo es später wahrscheinlich wieder eine 97er geben wird. Keine Ahnung, ich bin von dem Preis sehr überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin, dass diese Preise immer weiter steigen. Für eine neue Grafikkarte, sage ich mal, 500 Euro sollte das Maximale sein. Und hier keine 649 piepen, Leute. Also der Preis ist für mich eindeutig zu hoch. Ja, da geht lieber bei und kauft euch. Wartet noch ein paar Wochen. Oh ne, wir müssen rüber. Dann wartet noch ein paar Wochen und kauft euch lieber eine 680er. Ja, die reicht für jedes Spiel. Und später kauft ihr euch eine zweite und dann habt ihr so viel Leistung wie eine 780er und mehr Leistung wie eine 780er und habt weniger Geld bezahlt. Also das ist das, was ich ja schon ein paar Mal in den Videos hier gesagt habe. Das ist das, was viele Leute immer noch nicht verstanden haben. So, wir müssen runter. Ja, du blinkst wohl leicht falsch, mein Freund. Nee, doch nicht. So. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das da mit den Konsolen noch weiter hantieren wird. Aber ich gehe da eh von aus, dass die Konsolen so langsam es gerafft haben, dass die Hauptentwicklung nur noch auf den PC liegt, weil die Spielehersteller eindeutig sagen, es ist leichter zu programmieren und es läuft einfach besser. Und das muss man ja auch eindeutig sagen. Und wer sich von SLI immer noch beeindruckender sagt, da gibt es Mikrolags. Ihr seht hier, ich nehme auf und ich habe keine Mikrolags. Ich spiele jedes Spiel mit SLI in dem Sinne und ich habe Doppel-SLI, also 2x690er. Die 690er hat alleine schon Doppelchip und dann nochmal in SLI-Verbund. Und daher, lasst euch nicht verarschen von Forums. Mikrolags gab es früher bei der 2er-Reihe, also 260, 270, 280er und bei der 290er, da gab es leichte Mikrolags. Ab der 4er-Reihe habe ich keine Mikrolags mehr gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt bei der 6er-Reihe habe ich auch keine Mikrolags. Und keine Ahnung, wer da Mikrolags hat oder wer Mikrolags sieht, ich sehe sie nicht. Mikrolags sind in dem Sinne auch vom Auge nicht sichtbar und Frames-Einbrüche kann ich auch nicht sagen. Ich habe konstant immer meine 60 Frames, egal was ich spiele, und daher ist das Mumpitz in meinen Augen. Wir sind gleich bei der Fähre und ich komme aus diesem Bereich und man kann die ermessen, die Mikrolags, ja, das stimmt schon. Aber vom Auge und vom Spielerischen her merkt man sie nicht, gerade wenn man Leistung im Überschuss hat. Wenn du nicht stehen bleibst, dann schiebe ich dich, mein Freund. Ja, selbst schuld. Selbst schuld. Hast den Blinker nicht gesehen? Ich habe zwar ein bisschen spät geblinkt, aber egal, call. No, Baby, lass jucken. Ja, komm. Das wird doch schon hier. Ja. Ab zum Hafen, würde ich sagen. Jetzt müssten wir eigentlich rechts. Jawohl. Ja, wenn man jetzt guckt, 5 Stunden müssen wir das nächste Mal schlafen. Jetzt gehen wir ja sofort pennen. Weil das ja diese schöne lange Fahrt ist mit einer Fahrtdauer von 11 Stunden und dadurch ist er gleich übelst ausgeruht. Ja, da, 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 da. Jawohl, ich finde es absolut cool.
So, wenn man jetzt guckt, wir sind ausgeruht 11 Stunden und wir brauchen insgesamt 24 Stunden noch. Heilige Scheiße, ist das viel. Noch. 36 Stunden minus 10 haben wir 26. Da können wir sogar noch pennen gehen. Ja, jetzt steht da 13 Stunden. Ja, wenn wir mal Glück haben, brauchen wir nicht mal mehr schlafen gehen, wenn wir zackig durchkommen. Ich müsste eigentlich husten. Husten. Aber ich drücke mir den jetzt weg hier. Das geht ja gar nicht. So, und wir sind wieder drüben in... Sind wir jetzt in Niederlande? Ich glaube Niederland. Upsala. Ich glaube, dass wir jetzt in der Niederlande sind. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, Rotterdam, Amsterdam. Und ich sage dann auch vielen Dank fürs Einschalten bei Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Gabur. Ja, nächstes Mal gibt es mal wieder ein paar Themes. Meine Schwester hat mich ganz durcheinander gebracht durch das Telefonat. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Gabur. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.